weiter ging unsere Nordlandreise. Und dabei mussten wir auch durch Dänemark. Und klar, wenn man durch Dänemark fährt, fuhren wir durch Ribe. Ribe ist eine der ältesten Städte Dänemarks und hat auch ein sehr interessantes Wikingermuseum. Das schöne Städtchen Ribe ist nicht nur eine der ältesten Städte Dänemarks, sondern die älteste Stadt überhaupt. Ribe liegt im Südwesten Jütlands an der Nordseeküste und wurde urkundlich das erste Mal im Jahre 860 erwähnt, als der Missionar Ansgar von Bremen einen Platz für die erste in Skandinavien zu errichtende Kirche suchte. Hier findet man über 100 denkmalgeschützte Gebäude, enge Gassen und viel Kopfsteinpflaster. Ribe war einmal sogar Königssitz und verfügte über den größten Hafen des Landes. Von hier aus konnten die Schiffe durchs Wattenmeer nach England, ins Reich der Franken und noch weiterfahren. Hier seht ihr eine sogenannte Sturmflutsäule, an der die jeweiligen Hochwasserstände vergangener Zeiten durch Eisenringe angezeigt werden. Der oberste Ring zeigt die Höhe von mehr als 6 Metern über Normalstand, dass das angestiegene Wasser während einer Sturmflut im Jahre 1634 erreichte, bei der Tausende von Menschen ertranken. Eine verheerende Sturmflut, die von überlebenden Kirchenleuten damals als Sündenflut bezeichnet wurde, da man durch sie den Zorn Gottes über die Menschen gekommen wähnte. Neben dem Handel war in Ribe die christliche Kirche stets stark präsent. Anfang des 12. Jahrhunderts wurde ein Dom errichtet, so dass Ribe ab dem Jahre 1117 Bischofssitz wurde. Und obwohl durch die Reformation der Einfluss der Kirche sank, ist Ribe bis heute doch ein geistiges Zentrum des Klerus geblieben. Von der Gemeinde wird einiges dafür getan, um Ribes mittelalterliches Flair zu bewahren. So gibt es etwa regelmäßige Stadtführung durch einen Nachtwächter, der bei seinem Rundgang manch historische Anekdote zum Besten gibt. Um das Jahr 700 wurde bei Ribe ein Marktplatz angelegt, genau dort, wo heute das Wikingermuseum liegt. Ausgrabungen förderten dort tausende von Fundgegenständen zutage, die Ribe einzigartig machen und vom Leben der Wikinger und deren Handel in ganz Europa zeugen. Und wie es sich für ein historisches Städtchen gehört, besitzt es natürlich auch ein Museum, namentlich das Museet Ribes Wikinger. Anhand zahlreicher archäologischer Funde und historischer Gegenstände bietet das Museum in diversen Dauerausstellungen einen umfassenden Einblick in die Geschichte Ribes, von der Wikingerzeit über das Mittelalter bis hin zum 18. Jahrhundert. Neben wechselnden Sonderausstellungen zu den Bereichen Geschichte, Kunst und Kultur bietet es auch ein breites museumspädagogisches Programm für Schulklassen und Kinder. Dem Museum angegliedert ist zudem eine im ehemaligen Rathaus untergebrachte historische Sammlung, welche die Geschichte der Stadt vom 18. bis ins 20. Jahrhundert hinein präsentiert.
Unser Abo zieht es nun im Ribes Freilichtmuseum, dem sogenannten Viking Center. Das Viking Center liegt etwa 2 Kilometer südlich des Ortskerns von Ribe, in der Nähe des Dorfes Lustrup. Gegründet wurde es im Jahre 1992 mit der Errichtung dreier typischer Wikinger-Szenarios. Zum einen ein Marktplatz mit kleinem Hafen und dazugehörigem Schiff, was eine originalgetreue Nachbildung eines Platzes vom Beginn des 8. Jahrhunderts darstellt. Weiter ein großes Gehöft aus dem Jahre 980, bestehend aus einem Langhaus mit 5 dazugehörigen Gebäuden, sowie ein kleines Dorf mit 8 Häusern aus dem Jahre 825. Im Gegensatz zu Deutschland, wo es seit Monaten nicht mehr geregnet hat, setzt hier nun, kaum dass wir den Parkplatz erreicht haben, ein heftiger Dauerregen ein. Was uns nicht davon abhält, vorm Eingang zunächst dieses prächtige Holzfigurentrio in Augenschein zu nehmen, das jedem, der sich mit der Mythologie unserer Vorfahren ein wenig auskennt, ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Gemeinsam wirken die drei Nonnenschwestern am Weltenwirt, deren Spinnarbeit hier mit einem Tau dargestellt ist. Da mir Orm aber brav den Regenschirm hält, gleich noch die Darstellung der Midgard-Schlange, die sich hier sehr kreativ um Felsen, das Eingangstor und diverse Schilder ringelt, bevor ihr Kopf in typischer Form einstiger Tierstil-Ornamentik ausläuft. Im Museumsshop, in dem man sein Ticket löst, erwarten einen neben den üblichen Touri-Objekten und Büchern noch diverser Schmuck. Ebenso finden sich einige dekorative Götterfiguren, Textilien und sogar Met ist in mehreren Geschmacksrichtungen zu haben. Für die ausgetrocknete Natur ist der anhaltende Regen freilich ein Segen, für uns zum Filmen jedoch völlig ungeeignet, so dass unsere geplanten Außenaufnahmen für diesen Tag leider komplett ins Wasser fallen. Doch dank der Aufnahmen des Dänen Kai Eskildsen Möller, die uns jener freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, können wir euch das Außengelände trotzdem bei gutem Wetter präsentieren. In diesem großen Freilandareal hat man sich schwer ins Zeug gelegt, das Ribe von einst zu rekonstruieren. Es wurden Langhäuser, Grubenhäuser, Zelte, Weide- und Ackerflächen angelegt sowie ein kleiner Hafen für den Schiffsbau. An sommerlichen Tagen herrscht hier überall reges Treiben. Bauern bestellen die Felder und vor allem die Jüngsten sind mit aufgefordert, wo immer sie Freude daran haben, tatkräftig mit anzupacken. Bereicherung stellen die zahlreichen Tiere vor Ort dar, die das stimmige Gesamtbild einer alten Wikinger-Siedlung perfekt abrunden. Es gibt Ochsengespanne, Milchkühe und eine Reitertruppe, die sich ab und an bei Veranstaltungen zu Ausritten trifft.
Die Häuser werden von regelmäßig wechselnden Reenactor-Gruppen belebt. Weber färben Stoffe und stellen ihre von Hand genähten Kleider vor. Es gibt Handwerker wie Schmiede, Bronzegießer, Bogenmacher, Schuhmacher, Bernsteinschleifer, Kamm- und Perlenmacher. Und auf dem Steg handeln Kaufleute mit ihren Waren. Besonders viele Deutsche kommen als freiwillige Helfer und Wikinger auf Zeit hierher und verbringen so ihren Urlaub. Menschen, die den größten Teil ihrer Freizeit darauf verwenden, die Wikingerzeit zu studieren, zu rekonstruieren und nachzuempfinden. Es gibt regelmäßige Märkte und natürlich auch Veranstaltungen, in denen Schaukämpfe geboten werden. Kurzum, alle Verantwortlichen sind redlich darum bemüht, dem Besucher das vormittelalterliche Leben möglichst authentisch nahezubringen. Vor allem aber wirbt das Museum mit seinen ständig wechselnden Angeboten für Kinder. Und die können sich, neben dem freien Eintritt, wahrlich sehen lassen. Neben Drechselarbeiten und Bäume entrinden, stehen so auch Bogenschießen oder Schwert- und Schildkampf mit zur Auswahl. Nach all diesen Außeneindrücken folgt nun noch unsere kleine Runde durch das Innere einiger Häuser. Da man vom Museumsshop direkt zur großen Langhalle geleitet wird, ist diese natürlich unser erstes Ziel. Durch die vielen Regenwolken draußen herrscht hier drinnen allerdings eine recht schummrige Beleuchtung. Zum Fotografieren und Filmen ein wahrlich ungünstiges Licht, das meine einfache Videocam schnell an ihre Grenzen stößen lässt. Hier zum Vergleich mal die Holzfigur einer Freier, einmal ohne und einmal mit Blitz. Das Ergebnis stellt mich bei beiden nicht zufrieden. Aber nun ja, machen wir das Beste draus. Thank you.
Als wir mit einigen der Wikinger-Darsteller Kontakt aufnehmen, stellt sich tatsächlich heraus, dass sie fast alle aus Deutschland kommen, was einen Austausch natürlich erleichtert. Wir erfahren, dass die meisten von ihnen hier im Museum ihren Urlaub verbringen, um in Gewandung für die Besucher ein entsprechendes Bild abzugeben. Sie beleben das Museumsdorf mit ihrem Handwerk und beantworten ebenso freundlich wie geduldig die Fragen der Besucher. Im Gegenzug können sie umsonst die historischen Häuser bewohnen und bekommen Mahlzeiten sowie sanitäre Anlagen zur Verfügung gestellt. Ein Deal also, der für alle stimmt. Weiter geht's zum sogenannten Feeding-Gutshof. Dazu gehört ein großes Gelände mit mehreren Gebäuden, Gärten und einem weitläufigen Auslauf für die Nutztiere. Beaufsichtigt wird das Stellhaus von einer sehr netten jungen Studentin, mit der Orm ein wenig plaudert, während ich die Scheune abfilme. Draußen hält der Regen weiter an, sodass wir uns entschließen, als nächstes dieses noch recht neu wirkende Gebäude anzusteuern. Vor kurzem erst haben sie hier dieses historische Holzkirchlein errichtet, die sogenannte Ansgar-Kirche, die man nach diversen frühmittelalterlichen Funden zu rekonstruieren versucht hat. Denn als der Missionar Ansgar von Bremen im Jahre 860 einen Platz für die erste Kirche in Skandinavien suchte, fiel seine Wahl nicht zufällig auf Ribe, das zu jener Zeit den bedeutendsten Handelsdorf des Nordens darstellte.
Nachdem wir vor dem Museum Heitabu ja bereits auf eine Kirchengedenkstätte für diesen Bischof Ansgar gestoßen sind, hat man ihm hier jetzt zu Ehren also eine richtige Holzkapelle platziert. Im Flyer des Museums ist hierzu zu lesen: Es wehen neue Winde in Repa. Das Christentum hat die Stadt erreicht und der König hat dem Bischof und Missionar Ansgar die Erlaubnis gegeben, eine Kirche zu bauen. Im Jahre 860 sind die Wikinger bereits mit dem neuen Glauben von Expeditionen vertraut. Und in einigen Fällen wollen die ausländischen Händler nicht mit Heiden handeln. Einige Einheimische lassen sich darauf taufen. Andere halten an ihren alten Göttern fest. Und in der Zwischenzeit produziert der Silberschmied auf dem Markt sowohl Torshämmer als auch christliche Kreuze. Je nachdem, was der Kunde wünscht. Klar, ist ja auch ein praktischer Mann, so ein Schmied. Und gut nachvollziehbar, dass sich viele Wikinger taufen ließen, um künftig einfach bessere Geschäfte tätigen zu können. Anfang Mai diesen Jahres wurde die kleine Holzkirche dann durch einen Bischof öffentlich geweiht. Sogar die dänische Kulturministerin Mette Bock war anwesend. Ebenso eine Delegation von Nonnen, Pfarrern sowie Menschen, Handwerkern und Zimmerleuten, die bei der Errichtung mit beteiligt waren. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass eine neue Kirche geweiht wird. Und so ist es mir eine große Freude, insbesondere die Ansgar-Kirche neu zu beleben, da eine Kirche in einem Wikingerzentrum einen starken und wichtigen Teil der Geschichte darstellt, über die wir uns kulturell und religiös definieren. So Mette Bock während ihrer Ansprache. Es folgten weitere Reden einer ehemaligen Bischofsfrau sowie eines Priesters. Bibelverse wurden zitiert und Bischof Elof Westergaard hielt eine Andacht, sodass, laut dänischer Pressestimme, eine fast feierliche Stimmung aufkam. So löblich all diese Bemühungen um eine korrekte Darstellung auch sein mögen, drängt sich bei mir bei alledem doch irgendwie der naheliegende Verdacht auf, dass hier die Kirche der Neubelebung der wiedererwachten Wikingerzeit auf ihre altbewährte Weise begegnet. Denn gleichwohl der hinter dem Altar aufgehängte Wandteppich Motive des Weltenbaumes, von vier Hirschen, Odins Pferd Sleipnir sowie dem Eber des Freier aufweist, wird mit diesem Kirchlein nun auch diesem Ort erneut, sanft verpackt, aber doch klar und deutlich, der Stempel des Kreuzes aufgedrückt. Oder etwas provozierender formuliert, wenn schon keine neuen Schäflein mehr zu gewinnen sind, soll nach all den vergangenen Jahrhunderten zumindest darüber kein Zweifel offen bleiben, wer hier einst wen missioniert hat und somit in Sachen Glaube und Religion auch an diesem Ort nach wie vor das Exklusivrecht beansprucht. Hier noch die Rückseite des Ansgar-Kirchleins. Und wenn man sich die Malereien an der Ornamentik einmal genauer besieht, fällt auf, dass der ausführende Maler zu Hause wohl seine Leiter vergessen hat. Oder ihm vielleicht einfach die Farbe ausgegangen ist. Für etwas religiösen Ausgleich sorgt an diesem Ort übrigens eine Völva, der man mit etwas Glück auch begegnet. Denn zu finden ist sie mal hier und mal da und dann wieder nirgendwo. Die Völva ist eine Art Schamanin, vollzieht heidnische Rituale und rührt Salben aus Kräutern an. Sie bewohnt ein kleines Holzhaus am Fluss und wirft Besuchern die Runen, um diesen die Zukunft vorauszusagen. Oder sie trägt ihre Spottlieder auf die christlichen Priester vor.
Manchmal findet man sie auch an der Feuerstelle in einem der Häuser. Oder inmitten einer Schar von Kindern, denen sie vor ihren Götterfiguren spannende Geschichten von Helden und Mythen aus alter Zeit erzählt. Die Völva besitzt großes Wissen und hält eine besondere Verbindung zu den alten Göttern, den Asen und Vanen. Zu ihren Aufgaben gehört es, solch heilige Zeremonien wie etwa die Sommer- oder Wintersonnenwende anzuleiten. Und wer etwas über Odin, Thor, Freya oder einen der anderen Götter wissen möchte, kann sie dazu gerne befragen. Auch gibt es einen Opferplatz, an dem jeder eine persönliche Gabe hinterlegen kann, der sich mit einer Bitte oder einem Dank an die alten Götter wenden möchte. Hier präsentierte sich die Völva vor einer Pferdehaut, die auf einem Holzgestell hängt. Diese gemahnt an die vor allem in Opfermooren aufgefundenen Skelette von Pferden und langen Holzstangen. Im Sommer 2014 fand man bei einer archäologischen Ausgrabung in Ribe in der Mitte eines Friedhofs ein voll ausgestattetes Schlachtross aus dem 7. Jahrhundert. Bislang vermuteten die Archäologen ein Pferdeopfer an die alten nordischen Götter. Während bei Beerdigungen schon mal komplette Pferdeleiber mit ins Grab wanderten, wurde bei entsprechenden Blots die Tiere geschlachtet, ausgeweidet und verzehrt. Schädel und Haut wurden hernach auf Holzstangen gesteckt, womit sie im Opferbezirk als sichtbarer Tribut an die Götter und Ahnen hängen blieben, bis sie durch Vögel und Insekten komplett abgenagt waren. Eine andere Bedeutung hingegen kam der sogenannten Nitzdang zu. Bei der Nitzdang handelte es sich um einen Holzstab, der früher zum Verfluchen eines Feindes verwendet wurde. Bei uns zeitweise auch als Neidstange übersetzt und bezeichnet, was an der ursprünglichen Bedeutung jedoch vorbeigeht. Der erste Teil des Wortes Nit bedeutet Schimpf oder Ehrlosigkeit. Die eigentliche Bedeutung bezeichnet demnach also nicht Neid, sondern einen Schimpf- oder Schandpfahl. Die Nitzdang bestand in der Regel aus einem langen Holzpfahl, auf dessen Spitze ein abgeschnittener Pferdekopf befestigt wurde. Der Pfahl mit dem Tierkopf wurde in die Richtung des Gegners gerichtet und mit dem Aufstellen ein böser Fluch gegen ihn ausgesprochen. Dieser konnte noch verstärkt werden, indem Runen mit in die Stange geritzt wurden. Als nächstes kommen wir noch an einem Spielplatz für kleine Wikinger vorbei. Überqueren eine kleine Holzbrücke und landen auf einem Gelände, auf dem einige Händler ihre Zelte aufgeschlagen haben. Da bei dem schlechten und mittlerweile auch ziemlich kalten Wetter aber niemand so recht Lust hat, sein Warenangebot feilzubieten, landen wir kurz darauf in einem weiteren Haus, in dem zu unserer Freude ein wärmendes Feuer brennt. Dort treffen wir Daniela und Torin, ebenfalls ein Pärchen aus Deutschland, die hier etwas Schmuck anbieten und für Touristen ihr Handwerk betreiben. Wen meine ich alles trifft in Dänemark?
Ein kurzer Schwenk noch zum Hafensteg, der bei diesem Wetter ziemlich rutschig geworden ist. Und bei schönem Wetter einfach ansprechender ausschaut. Aber natürlich darf auch ein obligatorisches Foto am hiesigen Runenstein nicht fehlen. Zum Abschluss leisten wir uns im Museumsshop jeder noch einen aus Fichtenholz recht einfach gefertigten Torshammer. Der ist zwar wohl eher für Kinderhände gedacht, aber wenn man ihn zu Hause mit dem Holzbrenner ein wenig verziert und ölt, wird daraus noch ein kleines Schmuckstück. Es ist mitten in der Nacht, als wir gegen 3 Uhr morgens von Riebe aufbrechen, um die Fähre in Frederikshafen zu erwischen. Und während wir die Regenfront langsam hinter uns lassen, werden wir von einem wunderbaren Sonnenaufgang begrüßt. Dann kommt der Hafen in Sicht. Unsere Fähre geht am Morgen um 9.15 Uhr und wird uns weiter nach Oslo bringen. Dort, in Norwegens Hauptstadt, warten 2 weitere Museen auf uns. Zum einen das Historische Museum Oslo, das uns mit monumentalen Holzschnitzereien von alten Stabkirchenportalen überraschte. Und weiter das Schiffsmuseum auf der Halbinsel Bygdø, auf der wir das einzigartige Osebergschiff in Augenschein nehmen durften. Ein wahrlich unvergessliches Erlebnis. Wenn ihr also wieder mit dabei sein wollt, dann schaut euch auch den 5. Teil unserer kleinen Doku an. Wenn es wieder heißt, Reise, Reise in den Norden. Und wenn ihr unsere Arbeit ein wenig unterstützen wollt, freuen wir uns über eine kleine Spende via PayPal. Den Link dazu findet ihr unten im Videotext. Wenn euch dieser Bericht gefallen hat, freuen wir uns natürlich übers Weitersagen. Servus!